Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Leo und heute möchte ich dir zeigen, wie du in Google Slides Videos einfügen kannst. Und wenn du keine neuen Tutorials mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Kanal. Dort findest du auch zahlreiche Videos über Word oder Google Docs. Und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Ich habe dir schon in einem anderen Tutorial gezeigt, wie du Bilder in deine Google Slides Präsentation einfügen kannst, und heute zeige ich dir dementsprechend auch, wie du Videos einfügen und bearbeiten kannst. Und dort hast du insgesamt drei Möglichkeiten, in Google Slides ein Video einzufügen. Erstmal findest du die Möglichkeit überhaupt erst unter dem Reiter Einfügen und dann auf Video. Dann öffnet sich hier ein kleines Pop-up-Fenster, in dem du die Möglichkeiten auswählen kannst, und als erstes gibt es eine Suche. Das bedeutet, du kannst direkt auf Google suchen, auf YouTube suchen, und wenn wir da jetzt einfach mal eingeben, Google Docs Tutorial, ja, Deutsch beispielsweise, und dann könntest du hier direkt mein Video anklicken und auswählen. Das wird dann in deine Präsentation mit eingebettet und du kannst es dann hier auch noch in der Größe natürlich anpassen und beispielsweise auf die Mitte deiner Folie platzieren oder natürlich auch über die gesamte Folie. Du kannst dir jetzt hier in diesem kleinen Vorschaufenster, kannst du dir das Video natürlich einmal angucken, und du kannst aber auch sagen, wann soll das Video starten. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, okay, ich möchte das Video ab, weiß ich nicht, Minute 2 haben, und das Ganze soll ab Minute 2:15 wieder aufhören, weil ich nur diesen kleinen Ausschnitt zeigen möchte, kann ich das hier so einstellen. Und ich kann hier auch direkt sagen, während der Präsentation soll das Video automatisch wiedergegeben werden, wenn ich auf diese Folie komme. Und ich kann auch sagen, dass der Ton einfach deaktiviert werden soll, falls ich wirklich nur das Bildmaterial zeigen möchte. Ja, und hier kann man dann noch solche Sachen einstellen wie Größe und Drehung beispielsweise, Position, wo sich das Ganze befindet. Und man kann sogar auch einen Schatten einfügen. Das ist jetzt, was das Bearbeiten angeht, eher Standardsachen. Man kann es halt verschieben. Man kann es halt ein bisschen in der Größe anpassen. Da müsst ihr dann eben einfach gucken, wie das Ganze für euch am besten funktioniert und wie ihr das natürlich dementsprechend in eurer Präsentation haben möchtet. Wir präsentieren das Ganze noch einmal und sehen, dass das Video ab Minute 2 gestartet wird. Und das würde jetzt 15 Sekunden durchlaufen, das schauen wir uns jetzt mal einfach an. Kurzen Moment. Das Video wird einfach abgespielt von YouTube. Und dann ist es auch schon bei 2 Minuten 15 Sekunden, ist es einfach wieder vorbei und beendet. Also ihr könnt schon direkt, bevor ihr die Präsentation haltet, könnt ihr auch schon festlegen, wie viel von eurem Video überhaupt gezeigt werden soll. Vor allem, dass es bei einer bestimmten Zeit starten soll, ist sehr angenehm. Die zweite Möglichkeit, die ihr habt, befindet sich ebenfalls unter Einfügen und Video. Da könnt ihr ein Video per URL einfügen. Ich habe das hier jetzt schon mal vorbereitet. Ah, ich sehe jetzt die URL nicht, aber dann könnt ihr hier die Video-URL kopieren und geht einfach wieder zurück in eure Präsentation. Und dann könnt ihr hier die YouTube-URL einfügen und dann seht ihr hier auch schon wieder das vorgeschlagene Video, was sich hinter der URL verbirgt, und das könnt ihr dann ebenfalls auswählen. Wird genauso eingefügt und ihr könnt wieder die gleichen Einstellungen und Bearbeitungen treffen wie bei dem Video zuvor. Die dritte Möglichkeit, die ihr habt, befindet sich ebenfalls unter Einfügen und Video. Dort könnt ihr ein Video aus der Google Drive nehmen und hochladen, was eben in eurer Google Drive hochgeladen wurde oder auch was geteilt ist oder für mich freigegeben wurde, beziehungsweise für euch. Und das Video wählt ihr dann einfach aus, klickt auf Auswählen. Und das Ganze wird dann einfach verknüpft und erstellt. Hier ist jetzt einmal ein kleines Quick-Tutorial von Instagram, von meinem Instagram-Account. Schau gerne mal vorbei und folg mir dort. Und das kannst du dann auch natürlich einstellen, wann soll es starten, wann soll es beendet werden, oder du zeigst es einfach komplett. Das kannst du natürlich auch weglassen, denn wenn du jetzt die Präsentation startest und auf der Folie bist, startet das Video einfach nicht. Da kannst du dann hier extra auf den Play-Button drücken und das Ganze wird dann einfach abgespielt und du kannst das Ganze auch pausieren oder wieder fortsetzen. Funktioniert
einwandfrei. Und das war's auch schon wieder zu diesem Tutorial. Ich hoffe, du weißt jetzt, wie du Videos in Google Slides einfügen kannst und wie du diese bearbeitest. Hast du eine Frage oder Vorschläge, schreib es in die Kommentare. Like das Video, wenn es dir gefallen hat und abonniere meinen Kanal, wenn du keine neuen Tutorials mehr verpassen möchtest. Jeden Dienstag und Donnerstag um 16 Uhr kommt ein neues Tutorial. Ich wünsche dir noch viel Spaß und einen schönen Tag. Ciao!